Moin Moin! Heute erkläre ich euch, woraus ein Bambusrahmen besteht. Es gibt insgesamt drei Komponenten, die ich euch näher erklären will. Erstens die Bambusrohre. Diese werden ganz natürlich aus Ghana verbaut, ohne dass dort irgendwelche Metallkomponenten oder ähnliches versteckt sind. Zweitens Aluminiumteile, die wir an vier Stellen verbauen. Zum einen hier vorne bei der Gabel, zweitens beim Sattel, bei den Pedalen und viertens beim Hinterreifen. An diese Aluminiumteile passen alle Standardanbauteile dran, die man in Deutschland erwerben kann. Drittens und ganz wichtig sind Hanfseile mit Epoxidharz getränkt. Diese werden dann benutzt, wenn Bambus auf Metall trifft und dort wird das Ganze umwickelt und über Nacht schön fest und steif, sodass man die Steifigkeit erreicht, die ein Bambusrahmen braucht, um damit vernünftig Fahrrad fahren zu können. So viel zum Bambusrahmen. Bis zum nächsten Mal.